meine kleinen Kinder, ich bin's, der alte Mann mit dem alten Bart, der bis zum Boden reicht. Und damit putze ich immer den Boden und laufe unter dem Bart nackt, weil man meine Klöten nie sieht. Ist zwar ein bisschen komisch, ist aber so. Ich habe keinen Enkel, den ich besuche. Oh mein goodness. What the fuck? Mein Enkel ist da. Jetzt geht's ab. Shake, shake, shake what your mama gave you. Shake it, shake it, shake it, shake it. Okay, ich hoffe damit, ich hoffe damit. Ich bin nur gut gelaunt, die Sonne ist ein bisschen heiß. Donkey Kong Country ist einer der geilsten Spiele ever. 1994 wurde es rausgebracht. Hier gibt es einmal den Select Game Button. Und zwar haben wir noch überhaupt nichts gespeichert. Das heißt, wir sind dabei, hier einmal Donkey Kong zu zocken. Und zwar gibt es einmal die Option One Player, Two Player Contest, Two Player Team. Das heißt, einmal Two Player Team zu zweit spielen in einem Team, Two Player Contest gegeneinander und One Player. Das trifft mir zu. Das bin ich. Ich bin der Einzelspieler, mit dem keiner spielen möchte. Nein, Spaß beiseite, aber wir spielen. Oh mein Gott, ich habe zu viel gelabert. Wir spielen auf jeden Fall Einzelspieler. So, ich gebe Gas. Wir sind hier bei Kongo Jungle, Donkey Kong Country. Und zwar das erste Kapitel heißt Kongo Jungle. Da oben gibt es so eine komische alte verstörte Fabrik oder was weiß ich, wie man das heißt, auf der Stirn dieses Gorilla-Berges mit den zwei Hörnern auf der Stirn. Die Qualität ist Full HD des Grauens und ich würde sagen, wir gehen da mal rein. So, oben links ist unser kleines Hütchen und zwar ist das ein Mahagoni-Bambus-Bamboo-Haus, selbst gemacht. Letzte Woche, erst im Urlaub, habe ich das geschustert. Jetzt sind wir hier, erstes Level heißt Jungle... Was? Jungle Hitchin... Jungle Hijinx. Ah, Jungle Hijinx. Ich würde sagen, ich hau rein, weil sonst werde ich noch ein bisschen blöd. Die Sonne ist halt brutal, ne? Die Sonne ist brutal. Wir sind der DK alias der Kongs Banana Hole are empty. Sein Bananenlager ist leer. Pech für ihn. Shit happens. Ich bin hier am Start. So, man kann springen. Easy going, easy going. Man kann Bananen einsammeln. Man kann sich abrollen lassen. Und wenn man auf diesem Button bleibt, dann fängt er auch an zu jumpen und macht seinen Mund immer so komisch auf. Ist ganz geschickt. Dann bekommt er immer frische Luft rein. Und wir schmeißen schon mal die kleine Kiste auf den Rücken. Wir laden das Car. Können wir da hoch? Da hoch kommen wir, oder? Nein, kommen wir nicht. Oh. Alright, von hinten. Ha. Und der erste ist draufgegangen. Shit happens. So muss es sein. Ich bin noch ein bisschen überfordert wegen der Hitze. Die macht mich ja fertig, du. Vor allem das Geile ist, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen eklig, diese Information, aber diese Information ist interessant und zwar... Oh. 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 Come on. Diese Information ist sehr interessant für euch und zwar ist es draußen ungefähr geschätzte 38 Grad heiß und ich mit meinem Headset schwitze wie ein Schwein. Bam, bam, bam. Damit wollte ich eigentlich nur sagen... Oh, Geheimtier gefunden. Oh, meine Bananas, Bananas, great Bananas. Hello, there's the Bananas and the Balloon. Level up. Wir haben 6 Level am Start. Geil. Okay, okay. Wir brauchen hier einmal das G. Wir haben Kong am Start. So, was gibt's da unten? Hier gibt's einen zweiten Geheimgang. Alright. Geilo Milo, was haben wir schon was eingesammelt? Was war denn das? Ah, dieser komische Strauß. Der kommt nach dem Frosch. Oh, nach dem Frosch. Nach dem Frosch. Nach dem Frosch. Nein, 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 nein. The game is over. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht, ich war noch nie so schlecht in meinem Leben. So. Oh. Oh, wir konnten gerade abspringen. Cool. Okay. Puff. Aber man kann auch... Ah, man kann changen. Jetzt kann man den großen Bruder drüber tun. Und der große Bruder könnte jetzt drauf gehen. Aber ich glaube nicht, dass man... mit dem... Niepferd... Alright, wir haben schon gewonnen. Mit dem Niepferd weitergehen kann. Das nächste Level. Ah, sieht nicht so aus. Okay, Jungle Hitchings ist vorbei. Jetzt kommt Rupee Rampage. Keine Ahnung, was uns da erwarten wird, aber ich hoffe, was Cooles. Nein, es ist so düster und so derb. Es ist genau was für den derben Hunger. Apropos Hunger, ich hab mal wieder Hunger. Okay, TNT ist ja lustig. Ja, Mann. So, Key von Kong und einmal Adios. Was sind das für kleine hässliche Kakerlaken, die die ganze Zeit sich da versuchen
mir in den Weg zu stellen, beziehungsweise sie versuchen, in den Weg zu rollen. Rollen, deepen, deepen, rollen. Okay, was ist da oben? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es nicht gesehen? Ich hab's gesehen. So, wer hat's noch gesehen von euch? Wer hat's noch gesehen? Ich hab's gesehen. So, wir haben ein Nashorn. Wir haben hier so eine hässliche Kakerlake, die mir voll auf die Nüsse geht. Auf die komischen Gorillanüsse. Die müssten ja extrem groß sein bei so einem riesen Gorilla. Ich kenne mich da leider nicht aus. Aber der Sascha hat mir verraten, dass... Okay, was war das gerade? Ach, das war ein Save Point, glaube ich. Okay, das war richtig schlecht. Ne, so gut. Dass die Gorillas oder Orang-Utan, ich weiß nicht, auf irgendwelche Affenarten den schnellsten Quickie hinbekommen. Nein, Mann, shit. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Okay, warte kurz. Die bekommen den schnellsten Quickie hin der Welt. Okay, check up, Bruder. So. Großer Bruder ist immer gut zu haben. Ich bin der große Bruder von meinem Bruder. Okay, jetzt macht der Kleine weiter. Ich habe auch einen kleinen Bruder. Beziehungsweise einen jüngeren Bruder. Das Problem ist, die sind ja meistens nicht kleiner, sondern die sind einfach nur ein bisschen jünger. Okay, dieses Scheißteil kotzt mich schon wieder an. Scheiß Kombination. Ich hau einfach ab und scheiß auf die Punkte. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Das ist immer so bei mir. Das ist so typisch. Ich erzähle immer von irgendwas und dann ist es wieder vorbei. Oh, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Ein G. Ein G in the hood. Wir haben Kong. Wir haben 9 Leben. Grandios, sage ich nun. Grandios.